Gold steigt, aber warum? Das ist hier die Frage und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Sie werden es ahnen, einer ist wieder schuld, nämlich Donald the Trump. Und diesmal hat er nicht irgendwelche Sanktionen verhängt, Zölle angedroht oder sonstige Alltagsroutinen, die er gerne ausführt. Nein, er hat eine Frau nominierte für die FED, die durchaus Potenzial hat, die FED zu beunruhigen. Es ist nämlich Judy Shelton, die derzeit für die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung tätig ist, also für eine europäische Institution, man höre und staune. Aber das, was Judy Shelton, die Trump schon seit einiger Zeit auch ökonomisch berät, gesagt hat, zum Beispiel in einem Artikel im April, das hat es durchaus in sich. Ich lese es mal vor. Es ist durchaus vernünftig zu fragen, ob es nicht besser wäre, wenn wir das Geld oder den Money Supply, praktisch die Dollars, oder Kredite an Gold oder einen anderen Referenzpunkt koppeln. Das ist also faktisch die Goldbindung. As opposed to relying on the judgment, im Gegensatz dazu, wie es derzeit läuft, nämlich sich auf ein paar Dutzend Monetary Officials, also Geldpolitiker, zu verlassen, die achtmal im Jahr zu einer Sitzung zusammenkommen, um die Zinssätze zu bestimmen. Faktisch heißt das nichts anderes, wenn sich dieser Gedanke durchsetzen würde, den Shelton hier formulierte, dann braucht es keine FED mehr. Dann würde die FED überflüssig werden. Mithin schlägt also Shelton faktisch die Ersetzung, die Abschaffung der FED vor bei gleichzeitiger Bindung des Dollars an den Goldpreis oder einen anderen Referenzpunkt. Und das ist starker Tobak und das bringt die Märkte durchaus in Aufruhr. Der Goldpreis ist deutlich gestiegen, werden wir gleich sehen. Und die US-Staatsanleihen, das sehen wir hier, sind unter Druck gekommen, respektive die Renditen sind unter Druck gekommen. Wir sehen die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 1,953%. Das ist der tiefste Wert seit 2016. Und wir sehen, hier geht es nach unten mit der Rendite um 24 Basispunkte, während die 3-Monats-Anleihe, die bei 2,205 steht, praktisch nicht hier betroffen ist, sich nicht verändert. Das heißt, wir haben eine weitere Verflachung der Zinskurve, respektive eine weitere Invertierung der Zinskurve mithin. Dann gibt es also weniger Rendite bei länger laufenden Anleihen als bei kürzer laufenden Anleihen. Dann spricht man von einer Invertierung der Zinskurve und selbiges gilt als gutes Signal für Rezession. Apropos Rezession, wir haben Daten aus China bekommen, die wieder enttäuschend waren. Wir sehen hier den Kaixin-Einkaufsmanager-Index im Composite, also zusammengesetzt aus Service und Manufacturing, bei 50,6. Das ist der schlechteste Wert seit einigen Jahren. Wir sehen, Manufacturing ist ja unter die 50er-Marke gefallen, die anzeigte Kontraktion oder Expansion. Heute der Service-Sektor noch über der 50er-Marke, aber wir sehen eine deutliche Abkühlung der chinesischen Wirtschaft. Darauf reagieren die Anleihenmärkte, die eben auch auf Judy Shelton, auf die Nominierung von Judy Shelton reagieren. Daneben noch Christopher Waller von der St. Louis Fed, der weniger auffällig ist als Shelton. Als der zweite Kandidat nominierte von Donald Trump. Trump hat ja schon die beiden bisherigen, nämlich Stephen Moore und einen anderen nicht durchbekommen. Der Kongress, das Abgeordnetenhaus respektive der Senat haben das abgelehnt. Die Frage ist also, kann Trump jetzt diese Kandidaten durchdrücken? Vor allem Shelton wäre natürlich ein Signal an die FED, ein Signal an die Märkte, deswegen heute die Reaktion. Wo stehen wir? Wir sind vorbörslich leicht negativ, aber wir sehen, dass die Volatilität, nämlich die implizite Volatilität, es gibt eine historische oder eine realisierte Volatilität, das ist die Volatilität aus der Vergangenheit bis zur Gegenwart, während die implizite Volatilität die Erwartung des Marktes an künftige Volatilität wiedergibt. Und wir sehen, wir sind hier ganz oben, was den S&P, nämlich den SPDR, also das maßgebliche S&P 500 ETF betrifft. Und wir sind ganz unten, was die implizite Volatilität betrifft. Das ist nicht selten sozusagen ein Vorläufer für einen massiven Anstieg der Volatilität. Wir sind jetzt also niedriger in der implizierten Volatilität als noch im September, als wir damals einen Peak erreicht hatten.
Und auch niedriger als Anfang Januar, also als Januar 2018, als wir ebenfalls ein Hoch erreicht hatten. Aber wir sind eben schon lange jetzt invertiert in der Zinskurve. Also einiges spricht dafür, dass es bald unruhiger werden könnte. Wir haben dann noch folgende Situation heute, die wir vergegenwärtigen. Wir haben heute Daten, nämlich 14:30 die US-Handelsbilanz, immer ein Hingucker, seit Donald Trump an der Macht ist, und dann den ISM-Index Dienstleistung. Das wird sehr wichtig. Wir hatten gestern ISM Manufacturing, der war etwas besser als befürchtet, aber die Unterkomponenten, vor allem Auftragseingänge mit 50,0 und dann Preise, die deutlich ins Minus gerutscht sind mit 47,6, doch besorgniserregend. Und dann haben wir noch die Öllagerbestände. Öl deutlich unter Druck, trotzdem gestern die API-Lagerbestände mit 5 Millionen Barrel geringer ausgefallen sind als minus 5 Millionen Barrel geringer ausgefallen sind als erwartet. Werden wir gleich mal sehen, was das für eine Reaktion im Preis hatte. Schauen wir uns die Dinge in den Charts an. Wir sehen hier den S&P 500, der sich jetzt in den letzten Minuten wieder etwas erholen kann auf Future-Basis, 2972. Wir sehen The Dow Jones, 26.768 gestern. Zum Handelsschluss sind die Amerikaner nochmal nach oben gelaufen, warum auch nicht. Wir sehen jetzt hier den Goldpreis, der es massiv geschafft hat, über die 1400er Marke zu steigen. Wir sind fast auf das Hoch, das wir hier am 25. Juni erreicht hatten, gestiegen, kommen jetzt ein bisschen runter. Wir sehen den Euro-Dollar bei 1,1285 und wir haben eben den Ölpreis bei 56,37 $, doch ziemlich depressed angesichts der steigenden Aktienmärkte. Was stimmt da nicht? Normalerweise steigt Öl und Aktien und normalerweise fallen Öl und Aktien gemeinsam. Was wird der DAX aus der ganzen Chose zaubern? Da sind wir bei 12.546 Punkten in einer engen Range. Also, es wird lustig, es wird spannend. Heute die ISM-Zahlen, Dienstleistungen, der Hochpunkt. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Mittwoch und sage Servus und Ciao.